Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing in der Nacht. Was bist denn du? Eine Riesenwanze. Vorhin habe ich mir noch überlegt, ich habe die Riesenwanze noch gar nicht. Weil ich wusste, dass es die gibt. Oh, habe ich ja Glück gehabt. Die wäre sonst im September nicht mit dabei gewesen. Ja, und noch ein neues Tier. Ja, also ich weiß noch nicht genau. Die Frage ist halt mit der Brücke. Das ist jetzt, ich muss mal eben ein bisschen rechnen. Ja. Obwohl, umso breiter er wird, umso eher klappt das. Also muss ich doch nicht rechnen. Gerade. Genau, dann kann der wieder schräg. Ich glaube, viel breiter kann ich es dann auch fast gar nicht machen. Oder viel schmaler, wollte ich eigentlich sagen. Okay, das machen wir jetzt drüben auch nochmal. Ja, und dann müssen wir halt gucken. Dann müssen wir halt echt gucken. So. Jetzt brauche ich mal eben einmal irgendeinen Boden. Nimm mal Holzboden. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 6. So, das heißt, hier die Brücke zwischen. Also mehr kann ich jetzt auch gar nicht machen. Also 1, 2 und dann kommt die Brücke. Welchen Weg nehmen wir da jetzt mal? Wir nehmen jetzt einfach mal den Ziegelweg. 1, 2,
3. Ja. Und hier 4. So, und dann ist das Nummer 5 und das Nummer 6. Das ist, da kommt die Brücke hin. Nein. Den wollte ich eigentlich wegnehmen. So, dann brauche ich jetzt nochmal den. Ja, natürlich kommst du jetzt hier, du blödes Mistvieh. Traust dich nicht mehr? Oh. So. Ja, ja, mit den Fangen kannst du dich schmücken am Arsch. So. So, das sind 4. Ne, das sind jetzt schon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Aber ab hier geht es los. Müsste passen. Ja, und dann kann man auch schön zwei Brücken drüber machen. Das sieht schon richtig geil aus, gerade wenn man die Japan-Brücken nimmt. So, 1, 2. So. Das müssten genauso wie da drüben 4 sein. Ne, das war jetzt falsch. 1, 2, 3. Und das ist die 4. Das heißt, ab da geht das weiter. Dann hat man hier so ein kleines Inselchen. Was wahrscheinlich aber auch genauso breit sein muss. Wie die Brücke selbst. Also auf jeden Fall denke ich das. Und das gucken wir mal, wenn wir Brücken bauen können. Das heißt in der nächsten Folge, weil dann ist ja auch das Haus umgesetzt. Weil es wäre schon schön, wenn ich jetzt den zum Beispiel abschrägen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht, weil die Brücke 4 breit ist. Dann ist jetzt die Überlegung, mache ich das doch wieder zurück? Weil hier ist ja doch genug Platz noch. Wenigstens eine Reihe. Wenigstens eine Reihe. Also ist das ganz schön eng. Und das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Also hier so an der Kurve, ne? Da ist es dann echt eng. Genau, jetzt muss ich den nochmal hier machen. Nein. Du bist zu früh gehüpft.
So, dann kommt der hier wieder weg. Ist aber auch eine figelinsche Scheiße, die ich mir hier hinbastel. Ja, dasselbe muss ich jetzt hier auch einmal machen. So, erstmal, damit ich hier noch rüberkomme, wieder den Kram. Ich glaube, das gefällt mir dann ein bisschen besser. Mit dem Platz, der jetzt hier zwischen dieser Ecke und der Ecke da unten ist, oder auch hier oben. Das ist besser. So. Und dann könnte man das einmal genauso auffüllen. Und vielleicht sogar... Nochmal so. Den nochmal anschrägen. So. Mach das jetzt mal verschieden. Hier lasse ich mal noch ein weniger. So. Da musste man jetzt am Ende mal gucken. Guck mal hier da. Aber von hier aus lässt sich wenigstens noch gut angeln und so. Was nehmen wir denn hier für einen Boden? Ich mag ja den da. So. Aber ich glaube, so wie hier oben ist es mit am besten, weil denn... Oh Mann, ey. Weil dann könnte ich den hier so machen. Dann könnte man den hier noch einmal abrunden. So. Dasselbe machen wir mit dem. Ja. Sehr gut hat er das gemacht. Ich glaube, da muss erstmal einer ran, damit er das macht. So. Würde hier einfach, glaube ich, nicht so gut wirken. Aber wir machen es trotzdem. Oh Mann, ey. Irgendwann erschlage ich diesen kleinen Charakter.
Am besten in der richtigen Welt, also erschlage ich mich selbst. So, entweder so. Oder sogar einfach mal. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Nee. Also ich finde, dann finde ich das hier besser, weil das da auch angeschrägt ist. Okay, das kann ich mir immer noch überlegen. Wir haben jetzt ja noch nicht mal eine Brücke hier. Aber ich wollte hier in der Mitte vielleicht einen kleinen Springbrunnen oder sowas machen. Und ich glaube, dann müssen wir eh so arbeiten, weil wir hier sonst nicht mehr rumkommen. Warte mal, bis er hier ist, dann fällt er nicht ins Wasser. Soweit die Theorie. In den Geldbeutel. Oh. Man sollte auch wieder auf das Werkzeug wechseln, was man möchte. Ja. Könnte man so machen. Wir könnten es auch so machen, erst, weil es geht ja nur um zu wissen, wo die Brücke hinkommt. Nicht genau hier. Ne? Und ja, ich habe mich schon entschieden jetzt. Wir machen das so. Nee, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Könnt ihr jetzt hier oben noch zwei ran basteln und das noch weiter, aber kriege ich glaube ich nicht angeschrägt, ne? Nee. Da müssten es schon mindestens drei sein. Schade. Aber egal. Haben wir das doch schon mal fertig. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Brunnen aussuchen. Ja, einen Brunnen aussuchen. Genau.
Dann gehen wir gleich auch nochmal ins Museum. Dann haben wir hier wieder alles leer. Meine Frage an meine Cousine. Ich habe ja noch einen Flechtschrank und einen Flechtspiegelschrank. Sammelst du das noch? Möchtest du das haben? Kannst mir ja Bescheid sagen. Schön meine Ehrenrunde gerannt. Das war eigentlich falsch. Die schicksten Haarfarben. Also war es doch nicht falsch. Brunnig. Irgendwie war ich... Dachte ich eben, ich bin hier falsch. Oh ja. Wir bauen da ein Karussell hin. Den Leuchtturm, den wollte ich auch nochmal kaufen. Irgendwie war ich hier doch falsch. Wo war denn dieser riesen Springbrunnen? Ja, das ist genau dasselbe. Dann muss das doch im Shop gewesen sein. Nook Shopping. Nee, geht ja auch nicht. Ha. Muss ich den jetzt rausgenommen haben? Eigentlich war der immer hier. Ah ne, den musste ich selber herstellen, ne? Indem ich einen Trinkbrunnen hatte. Ich glaube ja. Ich guck mal eben kurz in mein Inventar. Oder in meine Bastelanleitungen. Favoriten. Ja. Herstellbar. Sonstiges. Ausrüstung. Kleinkram, Einrichtung, Werkzeuge. Bei herstellbar wäre Blödsinn, wenn es dabei wäre. Ich muss mal eben alles durchgucken. Da ist er. Genau, da brauchen wir einmal diesen Trinkbrunnen. Wir brauchen Steine und Eisenerz. Und daran soll es ja nicht scheitern. Den würde ich gerne da hinstellen. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie groß der ist. Ach doch, guck mal da. 3x3. 3x3 geht doch. Ach, brauchen wir nicht. So, warte mal. Das machen wir nämlich jetzt noch. Steine, glaube ich. Ob ich die gießen muss? Das habe ich mich auch noch gefragt. Ich gucke mal. Anscheinend nicht.
Steine. Ja, wir stellen jetzt was her. Genau. Verdammt, ich habe nicht gesehen, ob da irgendwas Neues, Schönes bei war. Das müsste doch eigentlich ganz gut passen. Verdammt, 3x3 ist natürlich ungerade, ne? Aber, doch, wir kriegen ihn in die Mitte. Oh, das ist doch geil. Ich überlege gerade nur, ob ein anderer Boden dazu nicht besser passen würde. Aber dann hätten wir nicht so guten Kontrast, ne? Hm. Das hat schon was, finde ich. Das kann man so machen. So für die Thumbnail muss ich mich hier mal kurz ein bisschen bewegen. Sorry. Ich will das unbedingt für die Thumbnail haben. Dann gehen wir jetzt noch schnell. Wir gehen nochmal schnell ins Schmuseum, um die Schmiere abzugeben. Und dann haben wir es auch schon wieder. In der nächsten Folge ist denn das Haus fertig. Und dann kümmern wir uns, glaube ich, mal um eine Brücke, oder? Ich weiß, hier steht noch ein Haus im Weg, aber irgendwie ist mir das gerade nicht so wichtig. Moinsen. Ich glaube nicht. Ich fange mal mit den Krabbeltieren an. Ach, das habe ich. Ja. Ich habe das falsche Tier ausgewählt, sorry. Den haben wir schon lange abgegeben. Ich meine, das Ding. Ach, ich habe wieder auf Abbrechen gedrückt. Alter. Okay. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo schwimmt das dann Ding dann nachher rum? Irgendwo im Aquarium und da greift es dann andere Leute an, oder was? Glaub mir, bist du nicht. So, genau, da haben wir die drei noch. Mhm.
Ich habe gerade überlegt, haben wir nicht was gekauft bei Rainer, aber haben wir nicht, ne? Aha. Also so wie ich immer, wenn der Typ von der GEZ kommt. Einen habe ich noch. Wir haben nämlich noch eine Auster. Mhm. Ja, geil. Ja. Jo, vielen Dank. Eugen, na eigentlich hast du dich ja zu bedanken, dass ich dir wieder den Scheiß in den Arsch geschoben habe. Aber so wächst das Museum und das, man muss ja sagen, das ist wirklich cool gemacht. Das sieht immer echt nice aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann, wie gesagt, eigentlich würde ich gerne die Brücken oben bauen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich wieder anders entscheide und erstmal hier unten weitermache, weil es ist ja schon wieder zwei Baustellen angefangen, aber wie das immer so ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.